memories for ourselves. Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich wollte euch heute mein Abschiedsbuch zeigen. Und wie ihr ja schon seht, das ist meine Vorderseite, also mein Buchcover. Und da ist einfach nur ein Spruch, auf dem steht: Distance means so little when someone means so much. English Skills auf jeden Fall. Und ich habe das hier so mit Tesafilm abgeklebt, weil ich das so provisorisch sauber halten wollte. Und ich halt nicht so unbedingt wollte, dass das so dreckig wird. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas gebracht hat oder nicht. Ich hoffe es auf jeden Fall. Auf der Rückseite habe ich gar nichts, weil ich es einfach ja, so lassen wollte, wie es ist. Weil lila meine Lieblingsfarbe ist. Und wenn man das aufmacht, dann ist auf der ersten Seite hier sowas wie so eine kleine Mini-Collage, die aber noch nicht fertig ist. Ich weiß nicht, ob ich da noch irgendwas machen werde. Da muss ich mal schauen. Und genau, hier habe ich einfach meinen Namen stehen, damit jeder weiß, dass es meins ist. Und wenn man dann auf die nächste Seite geht, dann steht hier einmal mein Abschiedsbuch. Und dann habe ich hier so eine, wie heißt es auf Deutsch? Erde. Ich habe hier eine Erde gemalt. Genau. Und hier steht einfach nochmal, Positivity is the key. Boah, ich kann kein Englisch mehr. So, und wenn man auf die nächste Seite geht, dann ist hier einmal so ein Bild. Das habe ich einfach aus dem Internet ausgedruckt. Wie übrigens auch das und das, die auf der nächsten Seite. Also ich habe die alle aus dem Internet. Ihr könnt die, glaube ich, einfach alle finden, wenn ihr so USA-Tumblr oder so eingebt. Und dann habe ich hier einfach so einen Text an die Leute, denen ich das Buch geben wollte. Und da habe ich einfach einmal kurz geschrieben, dass ich halt ein Auslandsjahr mache von die, die es noch nicht wussten, obwohl es eigentlich jeder weiß. Und wenn man dann umblättert, dann sieht man hier einmal genau wieder so ein Quote, wo steht: Exchange isn't a year in your life, it's a life in a year. Und dann habe ich hier einmal noch geschrieben, was man alles hier so machen kann. Also schreiben, kleben, basteln und so weiter. Und dass sie einfach halt irgendwelche Wünsche oder sowas an mich schreiben sollen. Und genau, wenn man dann weitergeht auf die nächste Seite, dann ist hier einmal nochmal so eine Nachricht an alle Leute, die hier reinschreiben, dass sie so freundlich sein sollen. Und die Nachrichten von den anderen Leuten nicht unbedingt lesen sollten, weil das auch sein kann, dass es vielleicht privat ist oder sowas. Und deswegen wollte ich die da einfach alle nochmal drauf hinweisen. Und hier habe ich nochmal so einen Spruch, den ich voll schön finde und der so irgendwie voll zu meinem Motto geworden ist. Also, was heißt Motto, aber genau, den ich halt voll schön finde. Und da steht so, here I go to see the world. Und da habe ich hier einfach nochmal geschrieben, danke an alle. Und auf der nächsten Seite, da muss ich jetzt, nee, doch nicht. Ja, also dann ist hier einmal die Flagge von der USA. Die habe ich nicht so ganz genau hingekriegt, weil diese Teile natürlich nicht blau sind, sondern weiß. Und ich habe hier nicht genügend von diesen Streifen. Aber es sind zumindest 50 Sterne, also das ist schon mal gut. Und dann auf dieser Seite habe ich so ein paar Fakten von der USA hingeschrieben, so wer der Präsident ist und sowas, das weiß eigentlich jeder, aber insgesamt so wie die Fläche, soll der mal fokussieren? Ja, also wie die Fläche so ist, genau. Also wie groß die Fläche ist und wie viele Einwohner die USA hat und so weiter und so fort. Wenn man dann auf die nächste Seite geht, das muss ich jetzt nämlich abdecken, kommen meine ganzen Social Media Seiten. Also Snapchat, Instagram und Skype und YouTube und sowas habe ich noch nicht hingeschrieben. Ja, aber Instagram, das ist ja eh öffentlich bei mir, deswegen das verlinke ich euch auch nochmal in der Infobox. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und genau, dann habe ich hier nochmal hingeschrieben, wo komme ich hin. Aber ich habe hier noch keine Gastfamilie, deswegen kann ich das noch nicht ausfüllen. Und ja, auf der nächsten Seite habe ich einmal einfach nur ganz dünn in Bleistift geschrieben, bitte freilassen, das kann man gar nicht lesen jetzt. Weil ich da halt auch noch so Bilder von meiner Gastfamilie oder von dem Ort, wo ich halt hinkomme, draufkleben möchte. Und da ich noch keine Bilder habe, kann ich das natürlich auch noch nicht machen. Und ja, hier auf den nächsten Seiten haben schon ein paar Freunde von mir draufgeschrieben. Und ja, auf den Seiten davor habe ich ja nochmal drauf hingewiesen, dass falls meine Freunde oder meine Familie mir irgendwas Privates schreiben möchte, können die hier hinten in so ein Fach so einen Brief oder so reinpacken. Und jetzt eine Wall of Fame oder sowas, wo sie dann so unterschreiben können oder so, habe ich gar nicht gemacht, weil mir das so auch schon gereicht hat.
Und ja, also ich weiß nicht, ob ich hier noch irgendwie was dran machen will. Wahrscheinlich möchte ich da noch die Seiten ein bisschen verbessern. Also ja, verbessern. Was heißt verbessern? So ein paar Bilder draufkleben oder so, damit das nicht so ganz leer ist. Und ja, ich kann euch das Buch auch gerne mal in der Infobox verlinken. Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem. Und ja, genau, das war's zu meinem Abschiedsbuch. Und ich wollte jetzt einfach nur noch mal kurz so über meine Gefühle reden, wie ich mich so fühle, genau. Es sind ja jetzt nur noch so 2,5 Monate ungefähr. Und ich muss euch sagen, das ist auf jeden Fall wirklich ein richtig krasses Gefühl. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich bald einfach in ein Flugzeug steigen werde und für 10 Monate meine Familie und meine Freunde nicht sehen werde. Ich weiß nicht, ob das jetzt so daran liegt, aber ich bin auch irgendwie viel besser in der Schule geworden. Ich habe irgendwie einfach so, bin einfach so viel positiver in meinem Leben geworden. Viel selbstbewusster insgesamt. Natürlich, ich mache jetzt auch YouTube, da muss man ja eh ein bisschen so gesprächig sein, weil es sonst nicht so interessant wäre. Ich hoffe natürlich, es ist interessant. Und insgesamt ist es halt, ja, hat mich jetzt schon verändert, obwohl das auch sonst ja noch nicht mehr angefangen hat, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ja, nochmal so insgesamt, ich finde es halt, wie gesagt, schon echt gruselig, so zu wissen, dass ich dann weg bin. Und wenn jemand so sagt, ja, du bist bald weg, dann kommen mir auch schon manchmal die Tränen in die Augen. Ich weiß jetzt nicht, ob es vor Glück oder vor Traurigkeit ist, weil es natürlich beides. Und ja, auch ich habe ja noch meine Gastfamilie immer noch nicht und das ist natürlich auch schon ziemlich demotivierend, wenn man so weit, wenn man noch nicht weiß, wo man 10 Monate seines Lebens verbringen wird. Und das ist natürlich so eine Sache, die so richtig ausschlaggebend ist und die mich natürlich interessieren würde. Und ich finde es einfach sehr schade, dass ich noch keine Gastfamilie habe. Aber im Endeffekt denke ich mir auch einfach so, je länger ich warte, desto mehr Vorfreude werde ich dann haben, wenn ich meine Gastfamilie wirklich bekomme. Ja, ich denke mir einfach, das wird schon irgendwann. Und wenn es 3 Tage vor der Abreise ist, dann ist es auch nicht so schlimm. Hauptsache, ich kriege meine Gastfamilie. Also, es sollte ja in meinem Video eigentlich nur mein Abschiedsbuch gehen. Und jetzt habe ich noch kurz meine Gefühle hinterhergeschoben. Aber naja, das war es auf jeden Fall mit diesem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und ja, gebt einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, so wie immer. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Everybody got the reason. Everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love.